Geht. Ja, das Ja, aber geht. wenn jetzt, wenn er jetzt nach Hause geht und seine Frau macht diese Sinn, er muss doch sehen, dass seine Frau das macht, oder nicht? Er geht Er jetzt nach braucht Hause. dafür vier Zeugen. Er kann nur etwas Ja, das machen, er ist, kann es glaube nur nicht mit bestätigen. seiner, das ist, glaube nicht mit seiner Frau, sondern Doch, wenn doch, man doch, einer doch. Frau Das ist unterstellt, so, dass sie Bruder. die Das Nacht ist die macht. Alimor, Bruder, das das ist ist die Regelung. Frau. Ich hab, Alimor, das ist Regelung in der Scharia. Das ist so. Du brauchst vier Zeugen. Deswegen sind auch die meisten Frauen in Pakistan, die wo im Knast sind, so unschuldig im Knast. Ja, bestimmt, wenn Weil es keine. sie das einfach nicht beweisen können. Wo passiert es denn nämlich, dass jemand gerade vergewaltigt wird und zufällig sind da vier Zeugen? Sowas passiert so gut wie nie. Und wenn er Pech hat, trifft er draußen nur Frauen, die er als Zeugin nehmen kann, und dann muss er acht Frauen mitnehmen, weil eine Frau bei ihr zählt nur die halbe Wahrheit. Da gibt es aber auch ein Vers, wo da steht, wenn der Mann fünfmal schwört oder viermal schwört und die Frau viermal schwört, wird der Frau geglaubt. Warum muss die Frau dann nicht achtmal schwören? Sicher? Sicher? Ja, sicher, 100%. Zeig mal. Das steht im Koran. Wenn du den Koran kennst, Ja, müsstest sag du mir, den wo es steht. wissen. Ich weiß es nicht. Zeig Ich mal, sag mir, kenne wo den es Koran steht. nicht auswendig, aber ich Ach weiß, dass so. es 100%, mit 100% steht, wenn die viermal sagt, ich schwöre, dass es nicht so war, und der Mann sagt, ich schwöre, dass es so war, dann wird es der Frau geglaubt, nicht dem Mann. Oder fünfmal, ich weiß es jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall gleich und nicht das Doppelte. Wie ist eigentlich die Frauenbewegung bei den Kudaniten so? Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen in die Kudanitenrichtung wechseln, oder? Nochmal, nochmal, Adlerblick. Also ich kann mir schon vorstellen, dass also viele Frauen zu den Kudaniten wechseln, oder? Es gibt viele, ja, aber das Problem ist, Adlerblick, du kennst doch, du warst selber. Harut, mach das aus, bitte. Das geht automatisch an, das tust du gerade. Ja, du bist ein Gebetsend. Das kommt von deinen Apple aus Der China. ist eigentlich Muslim. Ich bin Moslem, ja, genau, klar. Der ist Moslem. Harut Das verarscht uns die ganze Zeit hier nur alle. Sheikh Beauty. Das Beauty hängt ist davon. Moslem. Spionage. Spionage-Muslim, du. Er arbeitet für, Beauty. wie heißt die, MIT, türkische Militärdienst. Was, Das Subhanallah. Subhanallah, hör auf, uns zu verarschen, ja? war die Muslim Pro App. Ich breche eure Rücken. Ochsenbille, ich breche euren Rücken. Ich begrabe euch. Ihr Lugner, ihr Missionare. Ey, wisst ihr, was das Krasse ist? Sobald ein Moslem bei denen reingeht und eine allgemeine Frage stellen will oder etwas wissen will, ne? Und die sehen so, okay, der weiß nicht so viel, die schmeißen ihn direkt raus, die behandeln ihn richtig scheiße. Statt zu Leute, könnt sagen, ihr einmal ey, komm. durchliken, weil wir sind wieder kurz vor 30.000. Ab 30.000 kommt man, glaube ich, auf diese For You-Page, dass man dann mehr Klicks oder so bekommt. Ich weiß es nicht genau, das habe ich nur mal gehört. Stimmt, stimmt. Liken, liken, liken. Kennt ihr Liken, den? liken, liken, Der Ach macht die Gott. ganze Zeit so. Du, da gibt es bestimmt genug, die wo den mit dem Finger da klicken können. Ja, Okay. ich mache das auch gerade. Ey, euch allen einen schönen Abend. War mit Schönen mir eine Freude. Abend. Wir hören uns Schönen dann, Jungs. Abend. Ciao, 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 Anjo. Ja, Ciao, jetzt ciao. Jetzt jetzt haben wir Harus als wieder. Cowboy. Haru, der Gott sei hat so Dank, gut ausgesehen. Du hast keine Ahnung, Mann. Bruder. Alimo, Ja, guck mal. bitte. Und zwar, es gibt zum Beispiel in Sure 11, Ja. Vers 114, Ja. steht geschrieben: Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages Ja. und in Stunden der Nacht. Das sind dreimal, ne? Genau, und es gibt noch einen, richtig? Es gibt noch, guck, ich sag dir, es gibt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs noch Sachen, wo das Gebet vorkommt. Aber Ja, ich kenne den hier noch. bevor wir aber anfangen, bevor du nachher sagst, sage ich dir gleich, es steht nicht jedes Mal Gebet, da steht auch Lobpreisen, das ist das Gebet auch, ja? Ich zeige sie dir, kein Problem. Und wie du kommst auf die fünf. Haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet. Also mittlere Gebet heißt für mich, es müssen drei sein. Mittlere Gebet. Mittlere Gebet ist Nachmittag. Soviel ich weiß, ist das Nachmittag. Genau, und Es zwei gibt und zwei. morgens, mittags, Nachmittag, abends, nachts.
Okay, wo können wir denn deiner Meinung jetzt erfahren, wo es 5 sind? Weil, soweit ich weiß, steht Das war jetzt überall der und. Bagger 238, oder? Das ist Ja, genau. 200, ne? Genau. Und dann hat er noch diese 1114 gezeigt, stimmt's? Genau. Schau mal auf die Taha, das ist 20.130, bitte. Dann zeige ich dir nochmal. Dann gehst du auf 17, bitte. 78. Dann Okay, hier sind gehst es nur zwei. du. Hier sind Ja, es nur zwei. richtig. Jetzt, wie viel hast du denn insgesamt? Hast du gezählt? Du musst auch lesen, welche Dinge das sind. Wenn du das dann auf Arabisch Ja. liest, dann steht auch die genaue Name von also wenn, guck Limon, mal, schau mal. Bruder, ich muss mich bei dir entschuldigen. Limon, Bruder, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hast recht. Das mit den 72 Jungfrauen steht tatsächlich nicht im Koran. Ich habe mich da vertan. Das steht Das ist leider, doch kein steht nur Problem, in, Bruder, ist doch kein Problem. Es gibt auch Sachen, wo ich nicht immer weiß. das steht in den Tafsiren drin. Das steht Nein, in den Tafsiren. nein, ist kein Sorry, Problem. das ist das Wunderbare, ne? Wir können ganz normal über Sachen reden. Wir beleidigen uns nicht. Natürlich lachen Nein, wir auch. Alimor lacht ja auch. nein, es gibt auch Sachen, wo ich manchmal mich irre und wenn der sagt, nein, guck hier, dann lese ich und dann will ich das wissen, was das ist. Ich Nee, die Sache konzept. ist Alimo, die Sache ist die, der Koran redet wirklich, ich habe jetzt alle Verse rausgeholt. Guck mal, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Glaub 8, dir, 9, glaub 10. dir, Es sind glaub genau ich. 10 Verse, die wo von den Huris sprechen, Genau, aber genau. tatsächlich Glaub. die Anzahl ist nicht genannt, aber Genau. in den Dingen, in den Tafsiren wird die Zahl Richtig, genannt. richtig. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Dann würde ich auch dir nie widersprechen. Das steht drin. Da, was soll ich da lügen oder was? Aber das ist genau Nein, das. ich lüge, ich will ja auch nicht lügen. Nein, ich weiß, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Nein, sage ich nicht. Sage ich nicht. Sage ich nicht. Das erinnert mich an dich so. Ich sag's nicht, sagen Sie es nicht, sagen Sie es nicht. Ich sage es, geht aus diesem Ding, wo man anrufen konnte im Fernsehen damals. Nein, live oder irgendwie sowas. Bruder Harut, schau mal, wenn jetzt angenommen im Koran das Gebet fünfmal nicht wäre, dann hätte ich doch an die Sunniten eine ganz einfache Frage. Die Ahadithe sind ja erst bei Bukhari angefangen haben zu schreiben. Ja? Und wie haben dann die Sunniten ja, gebetet 220 Jahre lang? Wie haben sie dann gebetet? Wie? Wenn doch die wirklich, wenn die sagen, Ahadithe stehen fünfmal und im Koran dreimal. Das stimmt nicht. Ich kann es dir jetzt zeigen. Es gibt noch ein paar Verse, wo du alles zusammen dividieren kannst und dann kommen die fünf raus, wenn du guckst, welche. Bruder, die Hadithe sind auch zu den Zeiten des Propheten entstanden. Nein, nein, Sicherheit nicht. Doch, Würden sie, aber guck, doch. schau her, ich sage dir jetzt was. Es gibt ja auch Bruder, Hadith was denkst du, im warum es Buchhalter. so eine lange Isnad gibt zum Propheten für die Hadithen? Guck mal, wenn doch, du liest doch selber Bukharis, ihr liest ja oft die Bukharis. Da kommen doch oft, auch nicht nur bei Bukharis, sondern auch bei Muslim, bei Abu Dawud, wo ja kein einziger davon Araber ist, lassen wir mal Guck das. mal, jetzt sagt Darko hier, nein, die Hadithe sind 300 Jahre nach Mohammed entstanden. Dein Koran ist auch 300 Jahre nach Mohammed entstanden. Das hat nichts zur Sache zu tun. Was Okay, denkst du, warum okay. es, was denkst du, Warum? warum es sowas wie eine Isnad gibt, Darko? Aber Die dann musst Isnad du. ist auch zurückzuführen auf den Propheten mit den Hadithen, genauso wie mit dem Koran. Auch, schau mal, Überlieferungen, die Hadithe sind nur Vermutungen, aber nichts mit der Religion zu tun hat. Wir haben nichts mit der Religion zu tun. Warum steht im Koran 16 Mal das Wort Sunna und nicht ein einziges Mal Sunna des Propheten, sondern da steht jedes Mal Sunna Allah, Sunnatullah. Warum nicht? Haben die das vergessen oder was ist los? Verstehst du, was ich meine? Das ist das, was
dass ich mich bei denen ärgere. Jetzt kommt sich doch aus dem Kontext. Übrigens, was ich mich frage, Alimor, ob Allah dann auch vergessen hat, im Koran zu erwähnen, wie man betet. Nein, deshalb habe ich es doch gerade gezeigt. Es sind fünfmal das Gebet. Wie betet man? Hebt man seine Hände, sagt Allahu Akbar, schaut man nach links, schaut man nach rechts, macht man Sujud. Guck mal, auch Ruku, Qiyam, Sujud, steht alles drin. Geh auf meine Seite, da ist ein Foto. Kannst dir alles rausnehmen und dann guckst du, da steht alles. Da habe ich extra wegen Harut das gemacht. Ich folge dir erstmal. Auf meinem Profil, da steht Gebetswaschung, Waschung, wie du dich bewegen musst beim Beten, weil Adler, der Prophet gebetet hat. Jetzt mal im Ernst. Wie will er dann gezeigt haben? Ich meine, das muss doch im Koran stehen. Er hat es doch vom Allah gelernt, beziehungsweise von Jibril. Ja, aber was, wenn der Koran nicht wahr ist? Aber genau das sind diese Sachen, wo ich dann sage, guck mal, wenn alles, was wir in der Religion brauchen, drinsteht, dann, wie soll ich dann sagen, es ist nicht wahr? Es steht doch. Was steht denn jetzt, wo ich sagen würde, Adlerblick, wenn ich jetzt sagen, also ich sag mal so, um dem Koran nicht zu glauben, muss ihn selber lesen, selber nachschauen. Kann es sein, dass es gelogen ist oder ist das doch die Wahrheit? Das muss jeder für sich, ist doch bei euch nicht anders. Aber wenn ich jetzt nach den Gelehrten gehe, dann bin ich vergessen. Dann kann ich auch gleich ganz ehrlich Atheist werden. Ja, viele Ex-Muslime neigen ja auch zum Atheismus viele Menschen, die den Glauben verlassen. Ja, genau. Aber, aus der Türkei. Ja. Du bist ja auch Türke, ne? Ich doch auch. Schau mal, wie viele Atheisten oder Koranmuslime es in der Türkei gibt. Wegen diese, weil sie das einfach nicht glauben. Weil die das sagen, das kann nicht sein. Aber das sagen sie erst nachdem sie den Koran gelesen haben, sagen sie, das kann nicht sein, was sind das für Hadithe? Das kann doch gar nicht sein, das passt gar nicht. Das übereinstimmt gar nicht mit dem Koran, die Hadithe. Deshalb nehme ich ja, das sagst du jetzt vielleicht, aber trotzdem bekennen sich die meisten sunnitischen Muslime in der Türkei zu den Hadithen. Ja, aber weißt du, wie viele Atheisten in der Türkei gibt? Fast 30%. Es ist nicht wenig. Für ein Land, wo ja eigentlich, so gesehen, wenn wir hier in Deutschland leben, ich sag mal, muslimisches Land, islamisches Land, sehen wir das? 90% muslimisch. Es war vorher christlich. Es wurde zwangsislamisiert, ja, ohne nein, dass die Leute es waren. Jetzt, was wir jetzt kennen. Genau. Jetzt, was wir jetzt kennen. Ich rede immer von jetzigem Zeit. Was in der Vergangenheit war, kann ich nicht 100% sagen. Ich liebe die Geschichte, deswegen kehre ich zurück zu meinen Wurzeln. Ja, natürlich. Das ist, guck mal, Adlerblick, das ist doch, da muss man dich respektieren einfach, wenn du sagst, du. Ich glaube lieber an Jesus, weil das ist für mich eher die Wahrheit. Dann muss das jeder akzeptieren, egal ob du vorher ein Muslim warst, ein Atheist warst, ein Buddhist warst. Dein Leben, du wirst vor Gott zur Rechenschaft gezogen. Eine Frage, Alimor, aber akzeptiert das auch dein Koran? Was? Natürlich, warum nicht? Koran sagt niemals, niemals, niemals. Und du bringst mir wieder keinen Vers, wo es heißt, was? Wenn du jetzt aus dem Islam austretest, der Koran sagt vielleicht, jetzt ist er ein Muschrik geworden, jetzt ist er ein Munafik oder Ungläubig geworden, ja, aber er sagt niemals, töte ihn. Wenn er aus dem Islam rausgeht, töte ihn, zeig mir einen Vers, bitte, bitte. Suche 9, Vers 5. Was steht da? Er schlagt sie, wenn ihr sie findet, oder tötet, wo auch immer ihr sie findet. Aber das ist ja dann, Adler. Da musst du jetzt natürlich wieder den geschichtlichen Kontext betrachten. Sie waren in einem Kriegszustand. Wenn sie euch anbitten, wenn sie sich euch unterwerfen, dann natürlich zieht das Schwert wieder zurück in die Scheide. Also, ist das auf und Alimon, das war ist, der Vers, die Muslime waren und dann zurückgegangen sind, also ja, aber findest du nicht, dass das eine richtige Kampftaktik ist, so wie man ein Land dann quasi erobern kann? Ah, genau. Erstmal jeder, der sich gegen uns auflehnt, den schneiden wir den Kopf ab und die dann sagen, nein, okay, ihr habt recht, tut uns leid, den lassen wir am Leben.
Und Ali Mordai, genau, guck und mal, den warum Vers, sagt. den der Bruder genannt hat, Ali Mordai, den Vers, den Ja. der Bruder genannt hat, das war nur Ja. einer von 27. Stimmt, Ja, es gibt das echte ist schön. Das Tötungsbefehle. ist sehr schön, dass du das sagst. Und was sagt der Koran? Die Verse erklären die Verse. Stimmt's? Stimmt es oder nicht? Ich liebe Also, dich echt, ey, wirklich. guck mal, aber deshalb liest man den ganzen Koran, um den zu verstehen, mit einem, zwei, drei, vier Verse. Vielleicht erzählt ihr nicht das Ganze. Deshalb müssen wir den Koran auch komplett kennen und nicht die Tafsire nehmen, weil der Tafsir selber die Verse sind. Steht doch im Koran. Weißt du, was Abrogation ist? Was ist das? Weißt du, was Abrogation ist? Abrogation? Ja. Abrogation, wenn das ein Vers den Dass anderen der eine aufhebt. Vers Wenn den anderen kaputt macht. das Gesetz der Abrogation ist Dass das ungefähr eine so: Vers den anderen kaputt Allah bringt, pass auf, Allah bringt, er sagt ja im Koran selber, Allah bringt für einen Vers etwas Neueres oder mich kurz etwas hoch machen, Hallo? Gleiches. Oder etwas Gleiches hervor. Sorry, das Guck mal, war abgefahren. was ja schon mal unsinnig ist. Denn, jetzt nur ein Beispiel. Allah gibt dir ein Haus. Allah gibt dir ein Ich bin Haus. so, oder? Und dann gibt er dir das Versprechen, dass er dir, wenn das Haus weg ist, dass er dir entweder ein besseres Haus gibt oder das gleiche Haus gibt. Dann stell dir doch mal die Frage, wieso nimmt er dir dann, wenn er dir sowieso das gleiche Haus gibt, das gleiche, wieso nimmt er dir dann An überhaupt alle, weg? die immer sagen, du bist doch gar kein Türke, du bist doch gar kein Türke, ah, Fake-Türke, ah, Fake-Türke. Ich habe sehr wahrscheinlich, ich habe viele andere Tests gesehen, ich habe sehr wahrscheinlich mehr türkische DNA als ihr alle. 62% westasiatisch, 10% zentralasiatisch, das ist eigentlich fast Vollblut-Türke. Und ihr sagt Du immer zu mir, dass ich kein Türke bin. bist ein richtiger Kanake. Das ist ja katastrophal, ist das, was die mir immer vorwerfen. Ah, Armenier, ah, dies. Erstens, Armenier sind ja auch nur eine Volksgruppe gewesen, auf dem heutigen Gebiet quasi. Die haben ja auch in der Türkei gelebt, so wie alle anderen Völker auch. Sehr viele Völker leben heute noch in der Türkei. Adler Blick, darf Also, ich dir was sagen? Wenn man in der Religion über Nationen redet, dann hat der Typ von seiner Religion nichts verstanden. ja, die modernen Nationen wurden ja auch erst vor 300 Jahren ungefähr, also für die Ja, Nationalitäten wurden aber vor ich 300 Jahren finde, gegründet. wenn man in der Religion über Nationen reden muss oder irgendwelche Rassen oder so, dann hat er Religion nicht verstanden. Das mache ich nicht. Wenn einer zu mir sagt, ich bin Türke, dann ist es für mich Türke. Und wenn er auch nicht ist, dann, was soll ich Aber jetzt? ich habe tatsächlich aschkenasisch-jüdische Gene, griechisch- und süditalienische Gene. Zwar sehr, sehr wenig, ein bisschen auf dieses Orientalische von den Arabern wahrscheinlich, weil sie ja die Türkei zwangsislamisiert haben, aber das ist ja halt sehr wenig eigentlich. Ja, Also ich bin Türke. jeder von uns hat im Endeffekt Richtig. Jüdische Vorfahren. Irgendwo, wo irgendwas, keiner kann heute sagen, weil heute ist, okay, ich bin heute in Deutschland Ich bin geboren, stolz auf meine jüdischen Vorfahren. Deutscher. Ich bin stolz auf meine jüdischen Jawohl. Vorfahren. Das ist ja gar kein Problem. Wieso soll ich denn, viele Muslime, als ich das den Muslimen gezeigt habe, da haben sie angefangen zu lachen, ah, du Jude, ah, Yahud, ah, dies, ah, Ja, das. und gibt es in Israel Wo keine kommt denn der Muslime? Ursprung eurer Religion auch her? Wo hat denn Mohammed von kopiert? Von wo hatte der denn die Idee mit dem Koran? Unglaublich ist das. Ja. Das sind Sachen, da sage ich dazu nichts. Wieder Ansichtssache, Adimo. Natürlich kannst du sagen, nein, für mich ist das keine Kopie, für mich ist das quasi einfach nur etwas, wo Guck, das aber herkommt. er sagt doch, Adlerblick, schau mal, er sagt doch selber, ich bin nicht der erste Prophet. Was mir gegeben wird, wurde auch, was weiß ich, Noah, Jesus, Moses gegeben. Ich beende ja nur diese Religion oder vervollständige diese Religion. Er sagt doch nirgendwo, es ist was Neues. Klar gibt es neue, welche Verse, was vielleicht in der Bibel nicht ist, aber schau her, ich als Muslim darf von der Bibel zum Beispiel irgendwelche Verse annehmen, weil ich ja auch den Propheten folgen muss, was sich mit dem Koran übereinstimmt. Wenn wir das machen dürfen, warum machen das die guten, meine sunnitischen Brüder, die lieben Sunniten? Warum machen sie das nicht mit den Hadithen so und sagen, pass auf, dieser Bruder. Hadith übereinstimmt sich nicht mit dem Koran, aber ich nehme alles. Das ist der Fehler, was die haben. Was haben Sunniten? Alimo, darf ich dir ganz kurz den Abrogationsvers zeigen? Ich würde vorher gerne, Bruder, Dafür kenne warte, ich weil mich wir gar waren. nicht so gut Harut, aus. eine Sekunde, weil wir waren bei dem Thema voll, weißt du, weil das war gerade voll Gerne. steckend.
Ganz Gerne. kurz bitte. Mama, ganz kurz groß. Du bist so richtig geil. Wäre es geil. Mach kurz Habe. groß. Genau. Schau jetzt, Bruder. Aha. Fake Beauty. Ich hasse das mit der Kamera. Wieso macht er das immer, ey? Du musst es Wenn immer drehen. du immer So jetzt. Pass auf. Also, schau. Guck mal, was er sagt. Okay. Wir heben keine unserer Offenbarungen auf oder lassen sie vergessen, sondern ersetzen sie durch etwas Besseres oder Ähnliches. Weißt Warte, du denn welche Sure nicht? ist das Warte nochmal? doch bitte kurz, Bruder, bitte warte kurz. Ich Nee, ich sag wollte dir, bitte nicht. Sure Okay. 200, Ja. Sure 202. Aber guck, Okay. bitte hör zu. Okay, Dann, okay, ich möchte dir auch den Sinn dahinter erklären, weil der Sinn ist richtig sinnlos. Back. Wir heben keine unserer Offenbarungen auf oder lassen sie vergessen, sondern ersetzen sie durch etwas Besseres. Das würde Sinn geben. Oder Ähnliches. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Jetzt stell dir mal vor, dieser Vers ist richtig unsinnig. Warum? 102, 202. 100, 106, 206. Warum ist dieser 100? Vers unsinnig? Sure Baqara 106. Ah, Wieso okay. ist dieser Vers so richtig unsinnig? Jetzt denk mal darüber nach. Ich gebe dir wieder ein Beispiel. Allah sagt dir jetzt hier im Endeffekt, egal was für ein Vers es gibt und wenn der vergessen wird, Allah wird dir einen geben, der wo entweder besser ist oder gleich ist. Ja, wenn du mir sowieso etwas geben willst, was gleich ist, wieso nimmst du es mir dann überhaupt erst weg? Warte, ich lese gerade das Ding selber. Verstehst du? Es ist so, als ob ich einen Mercedes CLS 260 habe und Allah nimmt den mir weg und sagt dann, keine Sorge, mein Bruder, Abrogation, du kriegst das gleiche Auto noch einmal. Ja, Ding, ich was für einen Sinn hat dann dieser Vers? Okay, könntest du diesen 106 bisschen hochgehen, vielleicht auf 105 oder so? Bruder, Oder 104? da ändert sich Doch, nichts. da ändert sich vielleicht schon was. Lesen wir doch das Nein, Ding. da ändert sich gar nichts. Du solltest Lesen wir genauso, es doch, ist doch kein Bruder, Problem. du solltest genauso gut wie ich wissen, dass der Koran in einem Moment vom Krieg redet, im anderen Moment von Kühen redet und im anderen Moment von Sternen redet, die zu geschossen werden. Das hat seine Gründe, mein Bruder. Was für Gründe soll das haben? Das. Da, hier, siehst du, es hat nichts miteinander zu tun. Ah. Und da steht sogar, bei dir steht sogar, aber Allah erwählt, wen er will für seine. Nee, das heißt nicht, wen er will, sondern das heißt, wer es will, sollte heißen. Weil wenn Aber das. guck mal, doch Warum? mal, Ali, Okay. guck mal, was da steht. Die Ungläubigen unter den Leuten der Schrift und die Polytheisten möchten nicht, dass du irgendeinen Segen von deinem Herrn erhältst. Ja, nee. Wir glauben eher an einen anderen Gott und ich kenne keinen Christen und ich bin mit einbezogen, der nicht möchte, dass du von Allah keinen Segen Ein bekommst. Augenblick mit Tarot. Ich mach das direkt wieder weg, aber The One, das ist ein Kollege von mir. Kannst du mir das mal kurz anschauen, Alimor, im Endeffekt hast du es gerade noch schlimmer gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich will schon, ich mache nichts Schlimmeres, wenn das im Koran drin steht. Gut übersetzt. Zeig nochmal, zeig nochmal. Was war denn das? Soll ich noch ein Vers zurückgehen? So geil. Was ist das? Nee, das ist nicht normal. Der Junge macht das. Das ist Level. Alimordai, du musst endlich, Alimordai, wann hörst du endlich auf, diese Religion zu folgen? Wann kommst du zu Christus? Wann Ey, kommst die du Leute, endlich zu ich bin Christus? schon fällt drauf, ne? Das immer machen. Hört auf, Ich kann nicht das macht mehr, man nicht. Das ist. ne? Alimordai, Ach, wann es hörst du geht auf? weiter. Ich bin ganz viele Bilder davon.
Was ist das, Alter, Mann? Das ist, hört doch auf, Mann, das ist lästern, das tut man doch. Das ist richtig geil, aber was soll das, Alter? Kein Pest mehr, Bäckerl. Hey. Er macht schau mal, Leute, bevor ihr jetzt wieder urteilt, solche Bilder sind okay, ja? Solche Bilder sind okay, aber das andere ist nicht okay, oder? Nein, was? Das ist doch genauso schön. Hey, dieser Adler, der hat das auch Adler. Mit mir gemacht. Der hat ein Bild von mir genommen und hat auf diesen Grabstein meinen Namen geschrieben. Warte, ich kenne die Adler. Doch alle. Warte, ich hol die, Adler, Bruder, ich habe eine Idee für ein aber richtig geiles Bild. Aber lieber machst du solche Sachen als über... Adler, Bruder, ich habe eine Idee für ein richtig geiles Bild. Dein Bild ist doch sowieso ein Adler. Stell doch den Ding, den Onkel Dabla mal so hin, so wie so Holz, wie so ein Baum. Und du hackst so in ihn rein. Du weißt ja, wie die Vögel so reinhacken in den Baum. Ja, so Pick. So Spechte, glaube ich, machen das ja, ne? Ja, genau. Mach so ein Pick. Tom Kartal, ja? Shake, ich habe eine Bitte. Kannst du bitte. Wann hörst du endlich auf? Shake, ich habe eine Bitte. Shake, bitte. Wir haben eben das Thema gehabt, und zwar Irtidat, na, also wenn man Murtad wird. Mach mal bitte Suche 489 auf. Oder der hier, Alter, der ist eine richtige Lachnummer, ist der. Guck mal, der ist komplett durch. Yani, ist das, was bedeutet das, Yani? Betet der drei Menschen an, oder was? Was soll das? Ja, nee, der schminkt sich ja lieber und zieht sich dann so Frauenkostüme an und macht sich dann so lustig so, weißt du? Solange ich 408 reinmache, ich habe eine Frage immer noch an Alimor. Alimor Daye, wann hörst du endlich auf, diesen offensichtlich falschen Allah anzubeten und kommst endlich zum wahren Christus? Merkst du nicht, Alimor, wie wir lachen können und so, wie viel Spaß wir im Leben haben? Denkst du, ich habe keinen Spaß, oder? Ja, okay, doch, du auch. Ich sag dir nichts, aber es geht irgendwo auch um deine Ewigkeit. Guck mal, wie viele Fehler soll ich denn noch im Koran zeigen? Ich mach keinen Spaß. Nein. Bruder, Jano, ich mach keinen Spaß. Es beginnt in der ersten Seite des Korans und hört auf der letzten Seite auf, der Fehler. Shake, zeig bitte Sure 4, 89. Was Allah als Auftrag gegeben hat, was man mit Murtad machen soll. Ich habe schon hochgeladen. 489, ich bin schon fertig. Jungs, okay, warte, ich mach dich groß. Mach mich richtig groß, Bruder. Ich bin schon groß genug, aber mach noch ein bisschen. So groß wie Adam, 40 Meter. Kein Problem, Bruder. Das ist unglaublich, ist das, ey. Mann, 40 Meter, ja, der Dinosaurier Adam, ja. Wahnsinn, das ist doch der Wahnsinn, meine Lieben. Das ist das Wahnsinn. Von Wahnsinn der Wahnsinn. Also, jetzt haben wir es soweit. So, jetzt, Adli. Das ist Sure 489. Soll ich vorlesen? So, das ist Sure 4, Vers 89. Und zwar geht es hier darum, was soll mit Abtrünnigen passieren, also mit Murtad, die den Islam verlassen. Soll ich das vorlesen? Bitte. Also gut, dann lese ich das mal vor. Sie wünscht, dass ihr ebenso ungläubig seid, wie sie, damit ihr alle gleich seid. Nehmen Sie sie also nicht als Verbündete, es sei denn, sie wandern für die Sache Allahs aus. Aber wenn sie sich abwenden, dann ergreife sie und töte sie, wo immer du sie findest, und nimm keinen von ihnen zu Verbündeten oder Helfern.
Ich habe das extra ein bisschen in sein. Ich habe ein bisschen. Also, warte. Ich habe also, extra ein bisschen gut betont. Lass uns, ja, lass uns langsam lesen. Also, Allah sagt, sie wünschen, dass ihr ebenso ungläubig seid wie sie. Also, ich hab mir noch nie gewünscht, dass jemand ungläubig sei wie ich, weil ich glaube ja an Gott. Ja? Damit ihr alle gleich seid. Nein, alle gleich ist ja auch falsch, weil es gibt viele Glaubenswege. Wie soll denn jeder gleich sein? Wir wollen, dass ja alle Christen werden. Bruder, ja. Der Bruder Besser Glauben ist hier in den Kommentaren. Der hat morgen eine interessante Debatte. Für alle, die hier nicht Bescheid wissen, er debattiert morgen gegen einen Muslim. Das Thema ist Christus in der ist Mohammed in der Bibel. Okay, lass uns jetzt den Punkt zu Ende bringen. Ja, bring mal den Punkt zu Ende. Pass auf, nehmen Sie sie also nicht, also nehmt sie nicht als Verbündete. Es sei denn, sie wandern für die Sache Allah aus. Bruder, erklär uns, was bedeutet das, für Allahs Sache auszuwandern? Ist das Dschihad? Nein, Bruder, oh, das wie ist, kommst du denn darauf, Bruder Harun? Das ist nicht Dschihad, die ganzen Bruder, tausenden nicht, Jugendlichen nein, in Deutschland, die ausgewandert sind. Nein, jetzt bist du ruhig, wenn ich rede. Das bedeutet nichts. Das bedeutet nur aber auswandern. Haben die? Das bedeutet auswandern und Zakat geben für die Armen. Also dieser Auswanderer bei RTL 2, ne? Dieser, wie heißt der, Conny Reimann. Ist das so ungefähr nach USA auswandern? Ja, dann gehst du dorthin und dann gibst du zu den Armen Zakat und danach tust du Nacken streicheln und nicht Nacken abschneiden. Okay. Und jetzt steht es da, aber guck mal, jetzt kommt Allah. Er sagt, aber wenn sie sich abwenden, dann ergreife sie und töte sie, die Murtad, wo immer du sie findest, und nimm keinen von ihnen zu Verbündeten oder Helfern. Also Allah sagt ganz klar, man soll Menschen töten, richtig? Natürlich, an 27 Stellen, Bruder, wie gesagt. Deswegen, Alimor, guck mal, du hast ein Buch, ein Koran, der sich mit 64% seines Inhalts um die Ungläubigen handelt. Ja. Und zu 36% nur mit den Gläubigen. Und er sagt an keiner Stelle, dass er euch liebt oder so. Verstehst du? Ich 64% ja, dieses Buches handelt davon, wie du mit den Ungläubigen umgehen sollst. Ja, okay. Da ist was Sheikh, faul. Sheikh, was faul. Sheikh, komm zum Heiligen Jesus Christus, der dich liebt, okay, der Sheikh, dir ein besseres Leben schenken möchte, Sheikh, der dir ein neues Herz schenken möchte. Sheikh. Lass mich ausreden. Sheikh, guck mal. Ich komme gleich, meine Lieben. Ihr könnt weiterreden. Könntest du die Sure 60 bitte kurz aufmachen? Ja, das, was du jetzt machst, aber guck mal, das gilt echt nicht jetzt, Mann. Das, was du machst, ist jetzt Sure Ping-Pong. Das gilt. Nein, das ist Sure Ping-Pong, weil das ist schon längst abrogiert. Genau das ist, was ich dir sage. Das ist das. Genau das ist das, was ich dir vor. Bruder, das ist das, was ich dir vor 5 Minuten gesagt habe. Abrogation! Nein, das ist nicht Abrogation, sondern das ist, man muss den Koran komplett lesen, verstehen, um zu wissen, was ist hier gemeint. Aber guck, soll ich nochmal den Abrogationsvers reinmachen? Okay. Guck mal, geh mal auf 60 bitte. Soll ich nochmal den Abrogationsvers zeigen? Führe mich zu 60 bitte, mein lieber Freund, bitte. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ich habe dir doch gerade den Abrogationsvers gezeigt. Nein, geh doch mal auf 60. Heide, nur für dich. Geh mal auf 60. Ich liebe dich. Aber das macht keinen Sinn, trotzdem keinen Sinn. Okay, guck, ich will dir doch nur damit. Welche was, Nummer? Welche Nummer? 60? Bist du? Welche Nummer? 7, 8, 9, glaub, müsste es sein. Du bist wie mein Freund, der fragt mich, gib mir Zigarette. Ich frage, wie viele. Er sagt 6, 7, 8, 9. Das ist gut. Gute Freund hast du, den liebe ich. So, jetzt kommt die Antwort. Jetzt, mein Bruder, zeigt mir eine Antwort.
Eine abrogierte Antwort. Du Chaot. Eine abrogierte Antwort. Ja, guck mal, wenn ich jetzt, ich habe ja die Bibel mal durchgelesen, nur so. Da steht auch immer von Töten und Schlachten und was weiß ich was. Nirgends in der Religion. Aber das heißt nicht für mich, dass Jesus gesagt hat, man soll alle töten. Ja, es gibt Verse auch in der Bibel, solche Sachen, aber ich sehe das nicht so. Ich lies mal das Neue Testament, Bruder. Die Bibel muss ich schon komplett lesen, warum es so drin steht oder warum hat er das gemeint. Ich kann deshalb doch nicht Bibel schlecht machen, Leute. Ja, aber lies das Neue Testament. Aber Alimo, guck mal, es steht in der Bibel, steht nirgendwo, ne? Bringt, wenn jemand das Christentum verlässt, ja, dass wir denjenigen umbringen aber sollen. Das, guck mal, wenn das doch so wäre, wie du es jetzt sagst, Bruder Harald, guck mal, wenn wir jetzt jeden hier, wie würde denn die Welt aussehen? Wenn man den Koran nicht versteht und einfach aufs Los geht, dann muss man auch psychisch krank sein. Ja, stell dir mal vor, die Welt würde vom Koran regiert werden. Dann wären, guck mal, Alimor, das Ding ist, was er damit sagt, ist, du weißt ja, in Mekka und in Medina dürfen keine Christen und Juden hin, richtig? Ja, so sagten die das. Ja, die lassen da niemand rein. Ja, warum? Weil wir Najis sind, richtig? Wir sind nicht rein. Fertig. Bruder, Ein Moment, ich muss uns kurz informieren, weil der gesamte Chat kommt jetzt hier mit so Scheinargumenten. Ah, ihr seid so respektlos. Ah, ihr seid so. Koran. Eure Religion nennt uns unrein. Eure Religion nennt uns wie das Vieh. Sure 8, Vers 55, glaube ich, ist das. Eure Religion beleidigt uns grundauf. Eure Religion sagt, dass der Herr Jesus Christus nicht am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und nicht wieder auferstanden ist. Also, das ist absolut katastrophal, was eure Religion von Grund auf sagt in ihren Schriften. Sollen wir jetzt den Koran in Deutschland verbieten, weil er gegen das Christentum spricht? Oder was ist los mit euch? Wir machen hier nur ganz normale Scherze nebenbei, während wir Verse lesen. Seid doch ruhig mit sowas. Ja, ey, seid mal ruhig mit sowas. Und nochmal ein Funfact am Rande. Und ich meine das nicht böse, aber in der Türkei. Von deinem Nachbarn und wir können nichts sehen. In der Türkei kann man Mein Kampf lesen, Leute. Geht und liest mal Mein Kampf und dann liest mal den Koran. Und dann sagt mir mal, welches Buch antisemitischer ist. Sheikh, was ist mit deinem Internet? Ja, ich weiß nicht, Bruder, hier Jibril macht uns einen Strich Harut durch die Rechnung. Harut macht du größer. Harut, der glaubt. Ja, Mann. Also, welche Suche? Der Internetdieb. 60er. Das Internet. Du bist seit 50 Jahren in Deutschland, lerne jetzt Deutsch. Nein, der Internetdieb, da bezieht sich der auf den Dieb. Der meine Güte, das ist Plusquamperfekt, verdammt, Marwan. Sheikh, geh nach Hause. Der hat irgendwas so aufgeschnappt so in der Schule. Der Internet. Ich muss ein bisschen raus. So, okay, Leute, lass uns sachlich bleiben. Schera Technik Jihad Leitung. Ey, Bruder, ich gehe ein bisschen offline, okay? Ich will ein bisschen Ding Chosen weiter anschauen. Gute, entspann dich. Gute. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. 60, gute Träume. Gottes Segen, Bruder Herz. Alimor, ich hoffe, du kommst zum Christus. Ich bete dafür. Sheikh. Gottes Segen, Leute. Ich hoffe, dass wir uns alle im Paradies sehen. Ich hoffe auch, da können wir auf jeden Fall viel lachen. Ja, das hoffe ich. Aber bitte, Alimo, bitte nimm nicht die Frauen mit. Ne? Ich will jetzt den Namen hier nicht aussprechen, aber bitte komm nicht mit den Frauen bei uns. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Bitte nichts mit diesen 72 Minuten. Ja, bitte. Also, Jungs, Suche 60 aufmachen, 60. Suche 60, okay. Ja. 8. Ja, 8, glaube ich, war es. 8. Was steht hier? Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein. Dankeschön. Und sie gerecht zu behandeln. Dankeschön. Gewiss, Allah liebt. Was machen wir jetzt? Also steht das jetzt in keinem Zusammenhang mit Sura 8, Vers 55? Guck mal, Adlerblick, deshalb sage ich immer wieder, Bruder, schau, den Koran haben viele entweder nicht verstanden oder wollen den nicht verstehen oder sehen das von der einen. Okay Ali, was heißt das für dich? Was heißt das für dich? Ist das ein mekanischer oder ein medianischer Vers? Kann mir das irgendjemand sagen? Müsste doch nochmal oben stehen. Ja, normalerweise gucken, ja. Wenn du willst. Warte, ich guck kurz.
Der müsste sehr wahrscheinlich abrogiert worden sein, aber das Ding ist ja, was heißt denn gegen jemanden, der gegen die Religion kämpft? Wusstest du, Alimo, dass sogar jemand, der gegen die Religion predigt, jemand, der über das Christentum redet, dass wenn ich jetzt... Damals gab es Kriege, da können wir reden, wie wir wollen. Heute noch, ja. Ja, gibt es immer Kriege. Kriege gab es immer, ob es jetzt Christen waren, Juden waren, Ungläubige waren, Muslime waren, alle haben Kriege gemacht. Da steht, ich verstehe aus diesem Vers so, wenn du mir nichts tust, dann kann ich dir nichts tun. Ich habe dich genauso zu behandeln wie jemand anderen, ob der jetzt muslimisch oder was auch immer ist. So verstehe ich das und so soll sich das auch gehören. Es ist was anderes, wenn du mich angreifst. Du siehst bei Baccarat, geh 190 rein. Bei 190 bitte. Da steht auch, kämpft nur gegen die, die gegen euch kämpfen, fängt aber den Krieg nicht an. Dann, aber was bedeutet denn dann, gegen die Religion zu kämpfen? Wer kämpft denn gegen eine Religion? Damals haben die doch wegen Religion oft gekämpft. Ob es Christen waren oder Muslime, ich tue den einen nicht besser als den anderen. Aber wo beginnt denn das Kämpfen gegen die Religion? Beginnt das wie bei Ibn Ashraf, wenn ich jetzt über den Propheten Mohammed rede, oder? Adlerblick, du weißt doch ganz genau, Mohammed ist ein Mekkaner, oder? Der hat den Kritiker köpfen lassen. Der hat ja einen Typen, der nur Schmähgedichte über ihn geschrieben hat, hat er geköpft und hat ihm vorgeworfen, dass er irgendwas gegen ihn ausgeheckt hätte. Das steht doch nicht im Koran. Aber der Ibn Ashraf wurde ja geköpft. Das ist ja historisch in den islamischen Quellen belegt. Gut, guck, das sind genau solche Sachen. Vielleicht wurde er wirklich geköpft, aber wir wissen nicht wegen was oder ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Deshalb, ich will meine Religion aus dem Koran lernen, nicht über irgendwelche Menschen, die irgendwas geschrieben haben. Der Mohammed war ein Mekkaner. Warum ist der abgehauen nach Medina? Warum? Weil der dort vertrieben worden ist. Weil sie ihn töten wollten. Warum? Genau, sie hatten keine Lust auf seine Ehelehre, wenn ich das so sagen muss, sorry. Pass auf, Adlerblick, das ist ein mekanischer Vers. Ein mekanischer, ja, guck, siehst du das, Alimor? Der hatte das dort gesagt, weil er dort quasi schon wusste, wenn er jetzt ankommt mit Kämpf gegen sie, wo er immer sie auch findet, das kam ja später danach, das war ja dann, dieser Vers, der nachgeschrieben wurde. Das ist ja katastrophal, ist das. Aber wenn ich vorher in Mekka schon, wenn es schon heißt, kämpft gegen die nicht, also wenn der, guck mal, der Prophet wurde aus seinem Haus, aus seiner Wohnung, aus seinem was auch immer, weggetrieben, also die haben ihn, der musste abhauen. Und der hat aber weshalb? Ein Vers sagt er in Mekka, ihr könnt zu weshalb musste er denn abhauen, Alimo? Stell dir mal vor, Alimo, jetzt komme ich morgen zum Deutschen Bundestag und ich sage, ab morgen bin ich übrigens jetzt der neue Bundeskanzler, ich wurde von Gott so auserwählt, ich bringe jetzt hier den Frieden hin, ich habe hier ein Buch, das ist super, ich habe gerade eben einen Engel getroffen, der hat mir das und das gesagt. Denkst du, die würden mich da ernst nehmen oder denkst du, die würden mich festnehmen lassen? Adlerblick, schau mal, ich habe das gleiche Mal jemanden gefragt, ich weiß nicht mehr in welchem Stream, ich habe gesagt, du behauptest jetzt doch auch zum Beispiel, Jesus kommt wieder zurück auf die Erde. Dann frage ich mich, Adlerblick, jetzt ganz ehrlich, okay, natürlich gibt es da Auslegungssachen, der sagt halt, ja, wir erkennen ihn, weil wir halt Beispiel ihn als Gott annehmen, deshalb erkennen wir ihn. Aber ich würde mir 30.000 Mal überlegen, wenn heute Morgen in der Zeitung oder irgendwo im Fernseher oder irgendjemand sagt, Jesus ist da, Gott ist da. Was mache ich da? Glaube ich ihm? Wie viele Menschen wenn du siehst, glauben? Wenn du siehst, dass er Wunder vollbringen kann, wenn du siehst, dass er Blinde heilen kann. Mohammed hat einen Blinden weggeschickt. Jesus Christus hat einen Blinden geheilt. Wenn ich das sehe mit meinen Augen, wenn ich das wirklich sehen kann, dann folge ich ihm sofort. Aber sowieso, die Bibel erläutert ja, jeder wird sein Knie auf den Boden setzen. Also jeder wird mit dem Knie auf die Knie gehen. Jeder. Automatisch. Adlerblick. Adler. Gehen wir mal. Adler, ich hab eine Frage, Adler. Du hast ja gerade gesagt, Suche 9, Vers 5, richtig? Suche 8, Vers 5. Wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzen, die nur, wo immer ihr sie findet. Das steht in Sure 9,5. Du meintest Sure 8, Vers 5? Nee, ich meinte schon die. Die Taube, genau. Er meinte schon die. Genau. Meinte schon. Wo ist das jetzt? Ist das jetzt in Mekka oder ist es in Medina? Das könnte gute Medina, Frage. Das könnte in Medina sogar sein, ich weiß es nicht. Ja, nee, da haben wir doch, das ist ja auch was viele auch so in diesem Format auch perfekt erklären. Ja, und zwar als das in Mekka. Als er noch nicht akzeptiert wurde, als der Islam noch nicht akzeptiert wurde, als er nicht akzeptiert wurde, da gab es diese Verse doch gar nicht. Erst als er in der Mehrzahl war und Leute angegriffen hat und keine Verteidigungskriege gemacht hat, sondern Angriffskriege
und bis Medina gekommen ist. Dann hat er gesagt, guck mal, er sagt, wenn diese Schutzmonate abgelaufen sind, geh weiter, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinter. Hier steht nicht, wenn ihr angegriffen werdet. Warte, wenn du weiter, geh mal weiter, bitte. Ja, aber guck mal, dieser Vers alleine reicht schon, dass ich dir... Na, und danach kommt ja, wenn aber sie aber Ali bereuen, das Herz. Gebet... Ali, Hand aufs Herz. Wenn du damals Bruder Harun, gelebt hättest... Das kannst du ruhig zu Ende lesen. Das ist ja gar kein Problem. Nee, da, wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, ja, nee, wenn sie bereuen, wenn sie sagen, oh, es tut mir leid, oh Mohammed, oh, es tut mir leid, oh Sahaba, sorry, ich bete jetzt sogar, hier habt ihr eure Jizya, gar kein Problem, dann lasst sie in Ruhe, nur dann, aber nicht vorher, wieso nicht? Alimo, Hand aufs Herz, stell dir vor, du hättest in Medina gelebt und du hättest gesehen, wie der Prophet dir zu dir sagt mit diesem Vers, er hat das ja bekommen. Ja, aber der und hat er ruft das aus, er ruft das aus in dem Azan. Und ist in der Moschee und sagt zu dir, Ali, auch zu den anderen, jetzt, wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Juden und die Christen, wo immer ihr sie findet. Hättest du das gemacht? Aber natürlich nicht. Alimo ist ein friedlicher Mensch. Alimo würde so etwas nicht tun. Ich traue so etwas Alimo auch nicht zu. Ich würde so etwas 90% der Muslime nicht zutrauen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, hat er nur diesen Vers bekommen? Hat er weitere Verse bekommen? Wird sich das mit dem verbinden oder nicht? Das weiß ich ja nicht. Ja, aber dann schaust du jetzt wieder auf die Kontexte, dann schaust du jetzt wieder auf die Erklärungen. Dann kannst du dir auch bitte die Tefside und so annehmen, weil die Tefside sind ja dafür da, dass es erläutert wird. Halt. Adlerblick, geh auf 11, 1, 2, das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Geh auf 1, 2, was der über Tefside sagt, der Koran. Ja, aber Ibn Abbas hat doch mit ihm gelebt, oder? Guck mal, wenn jetzt, ich glaube, wenn jetzt jemand anscheinend soll der Cousin gewesen sein oder so. Oder ja. Was anscheinend. Ja. Aber er erklärt das doch richtig. Guck mal, er schreibt, wenn die heiligen Monate vorbei sind. Harut, Bruder, guck mal, wenn der Koran sagt, und das ist wirklich der Ibn Abbas, als Abbas, der Mohammed sein Cousin ist, dann spricht der macht er aber einen riesen Fehler gegenüber dem Koran, weil der Koran im Hut, also im Sure 11, 1, 2, lies bitte, dann spricht er gegen das aus. Zeig mal den... Alimo, ich glaube, die koranitische Richtung... Ja, sorry. Zeig dem Adler mal bitte die 11, 1, 2, bitte, Bruder. Ja. Alimo, ich glaube, die koranitische Richtung ist wirklich nur deswegen entstanden, weil sich Menschen nicht getraut haben, von ihrem Glauben loszusagen. Okay, guck, was da steht. Ich habe ja auch einen Kollegen, der ist ja auch Koranit, schon seit Jahren, aber der hat damals absolut selber keine Ahnung gehabt, aber er hat gesagt, dass die Hadithe kann ich annehmen. Das habe ich dann auch einmal so adaptiert, weil ich die Hadithe auch nicht mehr annehmen konnte, aber danach habe ich sie wieder angenommen und habe gesagt, das ist ja Schwachsinn, der koranitische Glauben. Bis ich dann irgendwann, bis bevor ich auf die Knie gegangen bin und gefragt habe, Herr, wenn es dich gibt, dann zeige dich. Mir hatte ich ja übel Angst davor. Ich dachte, ich stehe am nächsten Morgen auf, ich kriege Krebs, ich werde sterben, ich werde blind sein. Irgendetwas wird mir geschehen, irgendetwas Negatives. Aber es sind nur positive Sachen passiert, seitdem ich das getan habe. Das ist so wunderbar. Unser Sheikh aus Jordanien ist wieder da. Sheikh aus Jordanien. Sorry, dass ich ganz kurz nochmal abbrechen muss. Meine Frau ist immer noch nicht da, deswegen habe ich kurz die Gelegenheit nochmal genutzt, nochmal reinzugehen. Kein Problem. Schau mal, wegen diesen Versen, die wo da gekommen sind, von wegen Jizya zahlen und ich entschuldige mich, jetzt werde ich auch Muslim etc. und bla bla bla. Das stimmt bei alles, was der Adlerblick gerade gesagt hat, denn Mohammed hat auch hinterher gesagt, die haben ja keine Jobs gehabt. Deren ihre Jobs waren Räuberbande. Deswegen hat auch Mohammed gesagt, die Versorgung, meine Versorgung liegt im Schatten meines Speeres. Darüber gibt es ein Hadith. Ja, Hadithe gibt es genug. Ja, aber deswegen hat er das ja gesagt. Deswegen sagt er das ja. Die Versorgung meines nicht liegt in dem Schatten meines Speeres. Es war eine Räuberbande. Die Sahaba waren eine Räuberbande. Das kann ich nicht. Wer ihnen an jedem Tag den Rücken kehrt, außer er setzt sich ab zum Kampf, der sei von hier, von hier, Adler, lies mal bitte von hier. Originale Mafia. Ihr Amanun, also oh, die ihr glaubt, wenn ihr auf die ungläubig sind, trefft, während sie zur Schlacht anrücken, dann kehrt ihnen nicht den Rücken. Ja. Wer ihnen an jenem Tag den Rücken kehrt, außer er setzt sich ab zum Kampf oder er schließt sich einer anderen Schar an,
zieht sich für wahr Zorn von Allah zu und sein Zufluchtsort ist die Hölle, ein schlimmer Ausgang. Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet. Und nicht du hast geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Mhm. Und damit er die Gläubigen einer schönen Prüfung von ihm unterziehe, gewiss, Allah ist allhörend und allwissend. Das ist jetzt Krieg. Das ist im Krieg, ne? Leute, ich wünsche euch ja, guten Abend, meine Frau ist da, Heide. Gute Nacht. Heide, Heide gute Nacht. Nacht. Adlerblick, schau. Ich hab jetzt also im Kriegszustand kann ich ja dann töten, weil Allah hat es ja so befohlen. Nicht ich habe sie ja getötet, sondern Allah weiß. Der Prophet war auf der Erde, der hat ihm das befohlen, der hat es getan. Da kann ich jetzt nicht sagen, das brauche ich ja nicht schön reden, wenn er gesagt hat, in dem Moment, in dem Krieg, wenn ihr dürft euch euren Rücken nicht drehen, dann sollen sie das auch nicht machen, dann sollen sie auch kämpfen. Wenn wir heute die Kriege anschauen, geht es viel schlimmer ab. Ob das jetzt Muslime sind, Christen, egal welche. Aber Alimo, was gibt es denn Schlimmeres als Köpfen und Vierteilen? Und das ist ja genauso nee, Katastrophe. Köpfen und Vierteilen, das darfst du gar nicht. Das darf töten, tötest du halt. Im Krieg. Aber wieso hat Mohammed dann die, wie hieß sie nochmal, die ältere Frau, Harut? Diese ältere Jüdin? Safir. War das Safir oder war das nicht die geheiratete hat? Er hat sie bei dieser Schlacht in Khaibar, hat er die Eltern getötet, ja, alle Juden. Und ja, genau, und danach hat er sie geheiratet. Aber er hat ja auch eine Frau vierteilen lassen, eine ältere Jüdin, die ihn kritisiert ja, hat. Ja, das auch, glaube ich auch. Ja, ich kenne jetzt den Hadith nicht. Adler, Harut, Bruder, kannst du wieder mal zu, achso, hast du ihm gezeigt, gell, diese Elfen, weil ich verstehe nicht, wie kann ein Muslim behaupten, er glaubt an den Koran? Er glaubt an den Koran, ja? Er glaubt daran. Auf jedes Wort, ja? Das weißt du ja, Adlerblick, ne? Die glauben ja an jedes Wort, ne? Warum lassen sie solche Verse aus dann? Warum glauben sie an diese Verse nicht? Warum? Warum? Diese, nicht Tafsir, Bruder. Die Angst haben, ihren Glauben zu treffen, weil es eine kulturelle Frage ist, weil du nicht einfach so sagen kannst in deiner Familie, wieder, ey Leute, ich bin jetzt raus aus dem Islam, ich bin jetzt Christ. Du wirst sogar in einer nichtgläubigen Familie, wirst du komisch angeschaut werden, wenn du so etwas sagst. Nichtgläubige Muslime sagen ja auch nicht, ja, wir sind keine Muslime mehr, weil wir nicht beten oder so. Nein, sie sagen doch, wie, Alhamdulillah Muslim, Alhamdulillah Muslim, wer gegen meinen Glauben spricht, bla bla bla. Die haben aber schon seit 20 Jahren nicht mehr gebetet, verstehst du das? Ja, nee, ich meine, aber guck mal, wenn du als Muslim sagst, meine Quelle ist der Koran, so, das ist, jedes Wort hier ist richtig und fertig. Ob jetzt Übersetzung nicht passt oder lassen wir mal. Aber hier jetzt zum Beispiel, was steht hier? Was soll ich hier rausholen? Was soll ich jetzt denken hier? Elif Lamra, dies ist ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und hierauf festgelegt sind, dargelegt sind, sind von Seiten eines Allweisen und Allkundigen. Ihr sollt nur Allah dienen. Gewiss, warum? Ich bin euch von ihm aus ein Warn und Vorbote. Dieser Vers heißt, es der der Tafsir, das ist ja Tafsir, was er meint, erklärt, ja? Damit ihr nur mir, also nur Allah dient. Wenn mir jemand irgendein Tafsir hintut und sagt, hier ist der Tafsir für den Koran, wem diene ich dann? Ihm, weil ich seine Schrift glaube, weil ich ihm glaube, wie er das, den Koran jetzt ausgelegt hat, wie er das interpretiert hat, wie er den Koran Ich meine das echt nicht böse, Daya, aber du bist auf dem besten Weg dahin, entweder Atheist, Agnostiker oder Christ zu werden. Das widerspreche ich dir nicht. Natürlich, viele wegen den Ahadite, wo sie denken, hey, sag mal was, in welchem Film bin ich denn? Aber dieser Mensch, der wohl dann noch sagt, ich werde jetzt Atheist angenommen, ja? Ja. Hätte er den Koran verstanden, hätte er zu den Leuten gesagt, das sage ich heute jedem, egal wer vor mir steht, sage ich, schau her, lern du erst deinen Koran, bevor du mir mit irgendwelchen Hadithen kommst, wo angeblich der was weiß ich, wie die alle heißen, irgendwas erzählt hat über Mohammed, der wo 300 Jahre oder 200 Jahre später auf die Welt kommt und mir behauptet, ich nehme von 600, das sagen sie ja selber, von 600 Ahadite hat Bukhari 595.000 weggeschmissen. Was passiert mit ihm? Nichts. Aber ich nehme dem seine 5.000 nicht, bin ich schon ein Kuffar, bin ich ein Muschrik, bin ich ein Ungläubiger, bin ich ein was weiß ich was. Verstehst du das? Schau mal, Ali, wenn du den Frieden darin gefunden hast, nur den Koran zu nehmen, ohne die ganzen anderen Erläuterungen, was für mich nicht sehr verständlich ist, aber wenn du damit deinen Frieden hast, dann ist das für mich als Mensch und als Christ absolut in Ordnung. Aber das macht theologisch absolut keinen Sinn.
Sorry, aber das ist so. Ja, natürlich, Adler, das akzeptiere ich, das respektiere ich aus dem Grund, weil du vielleicht sagst, ich habe den jetzt nicht ganz verstanden ohne die Hadithe. Und ich sage jetzt, ich sage ja immer wieder, ich habe den Koran nicht komplett in meinem Gehirn, auswendig, komplett kann ich den nicht. Ich weiß nur, den muss ich selber lesen, den muss ich selber gucken, anschauen und dann entscheiden. Ist das der Richtige oder ist das nicht der Richtige? Ja, aber die Tafsire sind dafür da, dass es ausgelegt wird. Da sind ja Menschen hinter, die haben den Koran komplett durchgelesen, die haben die historischen Kontexte beachtet. Das sind Menschen, die das einfach nur versuchen, einfacher zu erklären mit dem historischen Kontext zusammen. Das heißt ja nicht, dass diese Menschen jetzt automatisch alle irgendeine böse Absicht oder so dahinter hatten. Die haben einfach nur den Koran genommen, die haben sich den historischen Kontext angeschaut und haben ihre Erklärung dazu gegeben. Also ich finde das nicht böse sagen, aber wer ist denn Alima oder so? Oder wer bin ich denn? Dass ich dann sagen kann, ja, okay, nee, ich verstehe den Koran besser als die. Die haben ihr ganzes Leben dafür hingegeben. Ich meine das nicht böse, aber das ist halt eben Fakt einfach. Also es ist ja eine Minderheit, die Koran lieben. Hier steht auch als Information, was ich mal vorlesen kann. Und was wichtig ist, damit wir auch den Unterschied erkennen, wenn man können nur die Bibel lesen heute? Können wir machen, ja. Und zwar machen wir das noch. Pass auf. Die Ablehnung der Hadithe führt in einigen Fällen zu drastischen Unterschieden bei den gottesdienstlichen Verrichtungen. Die größten Diskrepanzen bestehen dabei im rituellen Gebet. Während einige Koranisten klassisch fünfmal am Tag beten, reduzieren andere die Anzahl auf drei oder sogar zwei tägliche Gebete. Auch bei den Details des Gebets oder anderen Verrichtungen wie der Zakat und dem Fasten gibt es unterschiedliche Ansichten. Ja, und hier steht auch, seit wann das entstanden ist. Ab dem 19. Jahrhundert begannen reformistische Denker wie Syed Ahmad Khan, Abdullah Chakralavi und später Ghulam Ahmad Parvez in Indien, die Hadithe und Islam. Ich dachte jetzt Ghulam Mirzad, wie heißt der nochmal, der eine? Ja, genau, das ist der Ahmadiyya. Ghulam Mirzad Ahmad, ja. Auch noch, yani, was hat dieser eine Ghulam Ahmad Parvez jetzt, yani aus Indien, wo man sowieso übelsten Götzendienst macht, in Form von Hinduismus, sage ich mal, ne? Was hat der jetzt plötzlich hier zu sagen? Aber, weißt du, was das Problem am Buddhismus ist, Harut? Weißt du, wieso der Buddhismus nicht die wahre Lehre sein kann? Der Buddhismus lernt dich ja, dass die Lehre nur für dich ist. Dass du die Lehre nicht verbreiten sollst, dass du nicht predigen sollst, dass du nicht rumrennen sollst. Das ist absolut falsch und sehr krank, meiner Meinung nach. Wie kann ich denn andere Menschen von meinem Heil absprechen? Wenn das Herz voll ist, dann geht der Mund über, sagt Herr Jesus Christus. Man muss doch, wenn ich weiß, jemand hat für meine Sünden bezahlt am Kreuz, jemand hat für mich gesühnt, dann muss ich das einfach weitererzählen, Mann. Richtig. Hier steht, da der Koranismus eine Strömung ist, die hauptsächlich von einzelnen Personen und Gemeinden vertreten wird, gibt es teilweise beträchtliche Unterschiede unter seinen Anhängern in Bezug auf die rituellen Praktiken. Wie sehr diese vom traditionellen islamischen Verständnis abweichen, hängt auch davon ab, ob die Sunna und die Hadithe komplett oder nur teilweise abgelehnt und welche exegetischen Methoden bei der Koranauslegung angewendet werden. Auffällig ist, dass frühe Koranisten zum Großteil keine erheblichen Änderungen an den rituellen Praktiken vornahmen und eher theologische Fragestellungen erörterten, wohingegen die Religionspraxis der gegenwärtigen Koranisten teils gravierende Unterschiede zum traditionellen Islam aufweist. Nachfolgend werden nur einige Beispiele angeführt. Die fünf Säulen des Islams. Koranisten akzeptieren als Shahada nur die Formel La ilaha illallah. Der traditionelle zweite Teil, der sich auf den Propheten Mohammed bezieht, wird bewusst ausgelassen, da dieser im Koran nicht vorkommt. Punkt Nummer 1. Unterschiede lassen sich auch beim rituellen Gebet feststellen. So gibt es Koranisten, die wie im traditionellen Islam fünfmal am Tag beten, wie zum Beispiel Syed Ahmad Khan, aber auch diejenigen, die aus dem Koran nur zwei bzw. drei tägliche Gebete herauslesen. Die Segenssprüche für die Propheten, die ein Bestandteil der traditionellen Salat darstellen, werden bei vielen Koranisten beim Gebetsruf und im Gebet selbst ausgelassen.
Die Gebetswaschung, Wudu, umfasst nur das Waschen von Gesicht. Das ist, für mich ist das ja nur Nebensache. Du weißt ganz genau so gut wie ich, und das weiß Ali sehr wahrscheinlich im tiefsten Inneren auch, dass das keinen Sinn macht, nur den Koran zu nehmen. Das macht absolut keinen Sinn. Man beachtet die historischen Kontexte nicht, man beachtet nicht die Hadithe, die dazu aufgeschrieben worden sind, wie etwas gemeint worden ist. Also man kann den Koran dann quasi XY auslegen. Ich könnte ihn jetzt nach China bringen, dann sagen die bestimmt, Mohammed war Chinese oder so. Also das macht ja keinen Sinn. Ich möchte gerne den Psalm 23 lesen, wenn das okay ist. Sehr gerne. Pass auf, eine Sache noch. Zakat zum Beispiel. Im traditionellen Islam ist das Geben der Zakat eine religiöse Pflicht. Diese beträgt 2,5% des jährlichen Einkommens. Nach Ansicht einiger Koranisten hingegen gibt es dafür keinen festen Prozentsatz vor, weil dieser nicht explizit im Koran genannt wird. Anhänger der United Submitters International auf der anderen Seite sind zwar mit den 2,5% einverstanden, geben die Zakat aber nicht jährlich, sondern von jedem Geld, das sie verdienen. Ja, wer bestimmt mir jetzt, was ich geben muss und was nicht? Du musst was geben, das steht im Koran. Du sollst sogar von den besten Sachen nicht deine Restmüll geben, sondern von den Sachen, was du auch hast. Wenn du deine Kinder, Harun, wenn du deine Kinder zum Steakessen bringst, gibst du dem Armen auch bitte Steak und nicht ein Viertel von dem, was du essen tust. Das ist die Sunna. Okay. Wir sagen, so wie es im Koran auch steht, wenn ich meine Kinder Steak essen lasse, ist dieses arme Kind, was kein Geld hat, auch ein Steak von mir. Okay. Das behaupten wir. Das ist Aber Sekka. pass auf, es gibt noch sehr viele Beispiele und das Ich sind zu weiß. viele. Guck mal, Ich Beschneidung, möchte nicht wieder Schlachten welchen von Themen. Tieren, Tragen von Kopftuch, Wir lassen uns Steinigung, beschneiden. Ehebrecher, Wir die lassen uns Juden und beschneiden. Christen als zukünftige Höllenbewohner zu erklären, Verbot von Können wir gar Musikinstrumenten. nicht. Wir können Verbot nicht für sagen. den Mann, Gold oder Seide zu tragen, Aber das ist. Kalifat, Sultanat, Kleriker, Mahdi, Dajjal, Rückkehr von Jesus auf die Erde, Verbot mit der linken Hand zu essen und zu trinken, Okay, was regel das steht? eine Frau Okay, diese ganzen das sind dann Sachen, so Leute, das sind dann Leute, die die christliche Lehre schön finden aufgrund nein, ihrer wir Friedlichkeit, sagen, aber sich nicht trauen, die Religion zu nein, wechseln. nein, ich sage nicht, ob du in die Hölle kommst oder ins Paradies kommst, das bestimmt nicht ich. Ich bin ein Mensch. Das bestimmt nicht ich. Das bestimmt der Gott. Deshalb sagen die, was könnt ihr, sowas könnt ihr nicht sagen, wenn sie doch, hey, es gibt nur ein einziger, also die Menschen, nur die Menschen, die Gott beigesellen, die kommen in die Hölle. Alle anderen entscheidet Allah. Und wenn du heute zu mir sagst, du glaubst nur an einen Gott, aber glaubst anders, dann bist du ein Sündiger und das entscheidet Allah, ob du in die Hölle kommst oder ins Paradies. Kein anderer Mensch soll dir sagen, du kommst morgen in die Hölle. Es braucht dir keiner Okay, zu okay. sagen. Und Aber das das waren alles, trotzdem. Bruder Harut, das alles, diese, was du jetzt auferzählt hast, könntest du nur mit einem einzigen Vers beweisen, dass das alles unnötig ist, was die hier sagen. Mit Al-Maida 101. Liest du denn das vor und sagst, was ist das? Alimo, bitte tu mir einen Gefallen. Ne? Ich meine, das ist. Bitte geh auf die Knie heute Abend. Ist es sogar jetzt gerade Abend. Frage Herr, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Ob das bei dir funktioniert, weiß ich nicht, aber es hat bei so vielen anderen geklappt. Wenn ich mit Ex-Muslimen rede, alle sagen mir, dass sie das so getan haben. Und ich finde das so heftig, dass bei uns allen dann was direkt am nächsten Tag schon geschehen ist. Unsere ganze Grundeinstellung hat sich geändert. Unser komplettes Denkverhalten hat sich geändert. Und alles nur in Richtung positiv, ne? Sachen. Das heißt nicht, dass alles, was mir passiert ist, was Gutes gewesen ist. Es sind mir sehr viele schlechte Sachen passiert. Plötzlich haben sich teilweise sogar Familienmitglieder gegen mich gerichtet. Ja, Aber das weißt du, was ich da gehört. für positive Lehren draus gezogen habe? Diese Familienmitglieder haben sich ja im Nachhinein bei mir entschuldigt und haben gesagt, ey, danke für deine Ehrlichkeit. Du bist extrem so ehrlich geworden. Was ist denn los mit dir plötzlich? Du bist ja gar nicht mehr wie davor. Das ist absolut krass, ist das. Aber ich würde jetzt gerne den Psalm 23 lesen. Okay, sehr gerne. Das ist auch sehr wichtig. Wenn man das hört dann und das verinnerlicht, dann weiß man auch, was das bedeutet. Psalm 23, das ist ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest mir vor einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn.